werden jeden Monat 3, 4, 5 Notartermine geballert bis jetzt. In diesem Video geht es darum, wie kann man seine Immobilie besser verkaufen, also entweder privat oder mit einem Makler. Und wir stellen jetzt mal so gegenüber die Vor- und Nachteile der jeweiligen, jeweiligen Verkaufsszenarios und dann sage ich auch noch was dazu am Ende, welchen Weg ich bevorzugt einschlag. Ja, Chucky und? Genau, also um nochmal kurz das einzupacken, wir haben ja selber schon Immobilien verkauft. Also dieses Jahr richtig viele. Wir werden jeden Monat 3, 4, 5 Notartermine geballert bis jetzt. Genau, und davon haben wir teilweise wirklich die Wohnung selber vermakelt sozusagen, also unsere eigenen Objekte selber verkauft, oder wir hatten sie beim Makler oder der wir hatten sie beim Makler und haben sie wieder weggenommen, weil es einfach nicht so gut lief, oder wir haben es selber probiert und haben sie dann immer noch dem Makler gegeben, einfach aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus das Ganze auch gemacht. Deswegen können wir jetzt relativ viele Perspektiven da auch beleuchten. Ja. Was man am Anfang vielleicht erstmal fragen sollte, bevor man sich die Frage stellt, ob man sein Objekt über einen Makler oder selber verkauft, bevor man sich die Frage stellt, sollte man sich die Frage stellen, ob man sein Objekt überhaupt verkaufen möchte. Genau, man steht vielleicht vor der Frage, ja, ich möchte es verkaufen, aber es macht vielleicht aus steuerlicher Sicht gar keinen Sinn, oder gerade spielt der Markt einfach nicht mit, oder ja, keine Ahnung, man hat vielleicht, kann vielleicht die Ratenkarte nicht bedienen. Denkt sich dadurch, man möchte sein Objekt dann verkaufen, aber eigentlich kann man vielleicht auch die Miete erhöhen und dadurch kann man die Raten wieder bedienen. Das ist ein Erbschaftsfall oder. Also am Anfang sollte man sich vielleicht erstmal die Frage stellen, ob man sein Objekt überhaupt verkaufen möchte. Ich weiß nicht, wir haben uns ja auch in der GbR, wo wir Privatimmobilien haben, ja auch schon öfter die Frage gestellt, aber am Ende, ob wir verkaufen sollen oder nicht. Aber eigentlich ist es klar, dass wir nicht verkaufen, weil es einfach aus steuerlicher Sicht keinen Sinn macht. Ja, also wir haben jetzt so zwei Firmen, für, in denen wir direkt an Immobilien drin sind. Also einmal privat, GbR für Bestand, dann so zum Immobilienhandel, immer kaufen, sanieren, verkaufen. Und die privaten Objekte, da könnte man jetzt im jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall einen guten Schnitt machen, wenn man die verkauft, hat aber den Nachteil der Steuer. Und wir merken jetzt gerade so Mai 2022, also die Preise werden jetzt nicht, die ziehen nicht mehr so an. Und wir kriegen auch von den Maklern, wo wir öfters schon eingekauft haben, immer mehr Mails, so Preisreduktion, Preisreduktion. Das heißt, es wird halt billiger jetzt so, das Angebot. Und wir behalten es aber jetzt erstmal noch, das Zeug, weil die Steuer noch ein saurerer Apfel ist, wie vielleicht der eventuelle Wertverlust, der jetzt kommt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Und dafür haben wir aber trotzdem immer noch die Steuerfreiheit. Das ist natürlich trotzdem noch chilliger dann, als jetzt zu verkaufen. Ja. Genau, also wir haben jetzt ein Beispiel gemacht. Es gibt natürlich zig Gründe, die für jeden individuell sind, aber wie gesagt, das sollte man, denke ich mal, erstmal abklären grundsätzlich, ob man die Immobilie verkaufen will, sonst leitet man einen eventuellen Prozess an, den man eigentlich eh nicht haben will. Genau, und wenn man sich dann dafür entschieden hat, die Immobilie zu verkaufen und dann vor der Frage steht, mit Makler oder ohne Makler, wollen wir uns jetzt erstmal kurz die Opportunitätskosten anschauen, die man hat, wenn man die Immobilie selber verkauft. Das heißt, wir haben einfach mal so gesagt, als Anfänger wirklich, der irgendwie, man hat jetzt eine Wohnung geerbt und hat eigentlich mit Immobilien gar nichts am Hut, hat keine Ahnung, dann haben wir jetzt einfach mal gesagt, ja gut, du brauchst dann irgendwie 100 Stunden mit Vorbereitung, mit Besichtigungen, mit Bilder machen, mit allem, was wirklich dazugehört, sich auch einzulesen, dieses Video zu schauen, sich die Fragen zu stellen, braucht man jetzt, sag ich mal, 100 Stunden circa, um so eine Immobilie zu verkaufen. Und hier muss man sich halt die Frage stellen, kann man in 100 Stunden vielleicht nicht eher auf seiner Arbeit mehr Geld verdienen? Macht man in der Zeit nicht lieber was mit der Familie, weil man eh schon so viel arbeitet und jetzt will man zusätzlich noch irgendwie was arbeiten, oder macht man lieber sein Hobby oder? Auch hier viele individuelle Gründe. Mhm. Oder hat man so gut laufendes Geschäft, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, wirklich die Immobilie selber zu verkaufen, sondern es gibt sie lieber Makler. Ja, die häufigste Begründung, warum Privatpersonen nicht einem Makler ihr Objekt geben, ist halt, die wollen halt keine Provision bezahlen, weil es wird ja so aufgeteilt, der Makler bekommt die Hälfte vom Eigentümer und die Hälfte vom Käufer. Am Ende des Tages ist aber halt oftmals auch so, dass die Summe, die beim Verkäufer übrig bleibt oder bei dem ehemaligen Eigentümer, was er bekommt auf sein Konto mit Makler, obwohl er den Makler bezahlt,
trotzdem noch höher ist, wie wenn das hätte selbst gemacht. Denn aus den genannten Gründen, wie der Giacomo eben gesagt hat, viele Leute denken halt einfach, ich zahle keinen Makler, sehe ich gar nicht ein, für nichts tun kriegt er seine Probi, was soll der Scheiß, ja. Aber am Ende des Tages macht er halt seine Arbeit einfach schon ewig und auch gut. Also wenn es ein guter Makler ist und dann unterm Strich ist halt einfach mehr verdient, wenn man auch trotz Provision, ja. Genau, da kommt man nämlich im Prinzip auch schon so zum nächsten Punkt, was der Fabian ja gerade auch schon genannt hat. Der Makler macht seinen Job ja eigentlich schon seit Jahren. Und das ist dann auch die Frage, hat man selber Kontakt zu einem guten Makler? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Makler habe, der noch nie was verkauft hat, blöd gesagt, der ganz frisch auf dem Markt ist oder der nur schlechte Rezensionen hat oder so, dann macht er seinen Job wahrscheinlich wirklich nicht gut. Aber wenn ich wirklich Zugang habe zu einem guten Makler, und das muss ich halt irgendwie beurteilen können, der wirklich sich mit reinhängt, dann kann dieser Effekt da auf jeden Fall zum Tragen kommen, dass der wirklich auch selber, dass da mehr rausholt, als man selber rausholen würde. Gerade das eine Objekt, wo wir jetzt hatten, wo sich der Makler noch um die Stellplätze und so gekümmert hat, ich weiß nicht, kannst du ja bestimmt noch mehr dazu sagen, da hat sich der Makler, der hat sich für uns sowas von gelohnt, weil er sich wirklich so der hat sich so verhalten, als ob ihm die Immobilie fast schon selber gehört würde, so dass sich reingehängt. Ja, also es war halt eine Wohnung, eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einem Tiefgaragenstellplatz und der Käufer hatte drei Autos. Und der Makler hat sich halt darum gekümmert, dem Kaufinteressenten Optionen zu bieten. Also es gab halt die Möglichkeit, Stellplätze in der Tiefgarage anzumieten, es gab die Möglichkeit, Stellplätze im Außenbereich anzumieten, es gab die Möglichkeit, einen Stellplatz auch noch dazu zu kaufen von einem anderen Eigentümer, der eine andere Wohnung in dem Haus besitzt. Und all diese Optionen hat er dem Käufer, also dem Kaufinteressent offengelegt. Und somit war das Argument so, hey, wo soll ich meine Autos parken? Auf der Straße ist kein Platz. War das hinfällig, denn es gab einfach genug Möglichkeiten, die Autos an einem super Stellplatz abzustellen. Und wäre das nicht möglich gewesen, hätte der Käufer nicht gekauft. Und einen anderen Käufer, der bereit gewesen wäre, den Preis zu zahlen, hätten wir, glaube ich, auch nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. Deswegen zahle ich da gern die Provision in so einem Fall und bin da auch dankbar drum, dass der Makler eine Lösung gefunden hat für ein Problem. Und die Arbeit, also wird halt oft nicht getrackt und in Stunden. Und auch die jahrelange Erfahrung, die man braucht, um sowas halt richtig zu managen. Und da war echt schon ein hoher Zeitaufwand auch erforderlich. Und klar ist ein Profi macht halt etwas immer schneller wie jemand, der neu ist. Also wenn jetzt jemand kommt, inseriert die Wohnung, macht fünf Besichtigungen und zieht da den Maximalpreis raus, heißt noch lange nicht, dass ein Eigentümer, der selber macht, das gleich hinbekommen hätte, weil dem fehlen halt einfach die jahrelange Erfahrung. Ja? Und deswegen Pro, Contra. Wenn einer ein guter Verkäufer ist und Zeit hat, kann man es natürlich auch hinbekommen, aber muss nicht immer der schlauste Weg sein. Genau, also das waren ja häufig auch die Fälle, wo wir wirklich dann selber die Immobilie verkauft haben, also diesen Maklerprozess selber gemacht haben, weil wir dann, wo wir gesagt haben, okay, jetzt muss es richtig schnell gehen, aus irgendwelchen Gründen auch muss es richtig schnell gehen und dann, klar, dann kümmern wir uns selber drum und dann ist es jetzt auch alles, was ich heute oder morgen oder übermorgen mache und dann kommen halt solche Sachen auch zustande wie, ich inseriere die Wohnung heute und morgen habe ich eine Zusage. Also, und in einer Woche sitze ich beim Notar. Also das sind dann wirklich schon, das hatten wir jetzt schon drei, vier Mal die Fälle, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir es machen, wir wollen richtig Gas geben jetzt. Und dann hat es halt auch wirklich geklappt, innerhalb von einer Woche den gesamten Prozess abzuschließen. Aber wie gesagt, wir kennen es auch ein bisschen aus bei Immobilien, deswegen trifft es sicherlich auch nicht auf jeden zu. Ja, genau. Und was ich auch noch so aus meiner persönlichen Warte sagen kann, ich habe mich halt spezialisiert auf eine Sache und das halt so akquirieren, gucken, welche sind die guten Deals. Wenn ich mich auch noch gleichzeitig kümmern muss um den Verkauf, dann ist halt der Fokus nicht mehr so krass, wie wenn man nur eine Sache macht, ja. Das ist auch noch so ein Thema. Genau, trotzdem jetzt auch für die Leute, die sich bei dem Thema Opportunitätskosten jetzt gefragt haben, mit was muss ich denn eigentlich so rechnen, ist es dann halt auch durchaus so, dass man sagen muss, wir nehmen einfach mal an, die Immobilie kostet irgendwie eine halbe Million, eine Durchschnittsimmobilie, sei einfach mal, und der Makler nimmt 2% Innenprovision und 2% Außen, also 2% vom Verkäufer, dann sind wir irgendwie bei einer halben Million, oder soll ich sagen, 1,5, 2%, bei 2%, dann sind wir bei 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro, die muss man halt erstmal sozusagen irgendwo anders erwirtschaften, wenn man es rein finanziell betrachtet.
Oder den muss man halt für um 10.000 Euro dem Makler zu zahlen, muss man ja, wenn man das nur von seinem Gehalt bezahlen würde, klar hat man hoffentlich auch einen Erlös durch die Immobilie, durch den Immobilienverkauf, dann muss man ihn 15.000 verdienen, um 10.000 netto bezahlen zu können. Von dem her einfach nochmal aus dieser Opportunitätsbrille heraus betrachtet, ist es das, womit man ungefähr rechnen muss. Einfach, das sind Tausende von Euro und nicht irgendwie 50, 60 Euro, sondern wirklich Tausende von Euro, die man zu einem Makler zahlen muss sozusagen. Genau, und wenn wir jetzt haben wir uns dafür entschieden, die Immobilie zu verkaufen oder eben nicht zu verkaufen, haben uns angeschaut, was solche Opportunitätskosten sind, ob man Zugang hat zu einem guten Makler und wollen uns jetzt auch noch mal kurz anschauen, was müsste man eigentlich überhaupt alles machen, wenn man es selber verkauft, einfach nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Genau, man muss sich zum Beispiel überlegen, was ist die richtige Vertriebsstrategie, will ich so ein Objekt schnell verkaufen oder zu einem Höchstpreis verkaufen? Gibt es da noch irgendwelche Potenziale irgendwie, die ich heben kann durch eine Renovierung, durch eine Aufteilung zum Beispiel bei einem Mehrfamilienhaus, durch eine Grundstücksparzellierung, durch eine Sanierung, was auch immer, vielleicht auch einfach durch ein Homestaging. Das sind einfach Hebel, die man hat, aber nicht jeder zieht die. Sowas sieht zum Beispiel auch ein Makler, was für Möglichkeiten es gibt. Dann geht es natürlich auch noch um solche Punkte wie Einwertung, Kaufpreisverhandlung, Käuferbetreuung. Das sind ja einfach alles Punkte. Da muss man sich ja halt die Frage stellen, hat man das Verhandlungsgeschick, um mit jemandem zu verhandeln, wenn man es wieder von der Immobilie ausgeht, die eine halbe Million kostet und man hat 5%, die man durch Verhandlungsgeschick rausholen kann, dann sprechen wir da auch von 25.000. Also die Leute verhalten sich teilweise so, die machen sich für einen Immobilienverkauf oder einen Immobilieneinkauf so viel Gedanken, wie wenn sie irgendwie Schuhe kaufen. Und klar, wenn ich Schuhe kaufe und für 50 Euro oder 100 Euro und die passen mir dann irgendwie doch nicht oder gefallen mir doch nicht, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Immobilie Zeig kaufe. mal deine Schuhe. Wenn ich jetzt irgendwie eine Immobilie kaufe und die gefällt mir halt nicht, dann habe ich halt eine halbe Million in den Sand gesetzt oder ich krieg es Ja, eben klar. nicht finanziert oder was auch immer. Also das sind einfach so viele Faktoren, über die man sich Gedanken machen muss. Ja. Genau, abschließend muss man vielleicht auch einfach sagen, ich denke, beide Wege haben ihren Vorteil und ihren Nachteil. Sich von irgendjemandem beraten zu lassen, vielleicht auch einfach mal nur mit einem Makler zu sprechen, ohne den zu beauftragen. Vielleicht kann man ihm ja auch einfach nur so ein Beraterhonorar geben. Hilft einem vielleicht einfach einen mega gravierenden Fehler zu verhindern. Einfach, keine Ahnung, man macht einfach einen Fehler, der halt sehr schwerwiegend ist und einem 100.000 oder wahrscheinlich keine 100.000, weil das Objekt nicht so teuer ist, aber Zehntausende von Euro, die man einfach dann in den Sand setzt, die man vielleicht mit dem Makler nicht in den Sand gesetzt hätte. Ja, also ich sage jetzt noch mal kurz meine persönliche Sichtweise, wie ich es jetzt am liebsten mache, so nach den ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Also selber machen gerne bei Objekten, die greifbar in der Nähe sind, wo ich jetzt weiß, okay, da laufe ich kurz hin von zu Hause für die Besichtigung oder so, da habe ich die beste Markteinschätzung gern selber machen. Wenn es irgendwie was ist, zum ersten Mal gerne einen Makler mit dazu holen. Beim Makler gibt es so drei Typen, die jetzt häufig vorkommen, die ich jetzt nennen würde gerne. Typ 1 ist halt so ein Makler, der ist so ein Einzelkämpfer und der brennt dafür, ist relativ neu am Markt und hat so ein paar intuitive Tricks drauf, dass er halt richtig, richtig abgeht. Ja, der hat Bock drauf auf das Objekt, der hat Bock drauf zu unterstützen, der hat Bock drauf zu verkaufen und das ist der Makler, den willst du als Verkäufer haben. Also mit dem arbeitet man richtig gern zusammen. Der wird den maximalen Preis versuchen zu erlösen für den Verkäufer, aber stellt auch den Käufer gleichzeitig zufrieden, obwohl der Preis halt richtig hoch war, weil das ist die Aufgabe des Maklers, beide Seiten zusammenzubringen, dass der Verkäufer einen richtig guten Preis bekommt und der Käufer aber trotzdem zufrieden ist. Also das ist die Aufgabe. Der bekommt eine ordentliche Provision, wird die wahrscheinlich auch ohne Firma bekommen, weil da nicht irgendwie in einem Franchise-System oder sonst wo drin ist. Aber die hat er sich hart verdient, denn ohne ihn hätte der Verkäufer noch weniger verdient, trotz Provision, habe ich ja vorher schon erklärt. Dann gibt es so den zweiten Typ, die nehmen halt einfach irgendwelche Objekte rein so und versuchen die so billig wie möglich zu inserieren, damit sie mit wenig Aufwand die verkaufen können. Ja, muss man halt erkennen, dass man da halt nicht so einen Makler erwischt, der halt eigentlich gar keinen Bock hat zu vermakeln, sondern der einfach nur das schnelle Geld sieht und die Provision einfach abkassieren will, weil er noch zusätzlich mit eingeschalten ist. Ist für ihn ein sehr lukratives Geschäftsmodell, für den Verkäufer ist es nicht gut, für den Käufer ist es in der Regel schon eher besser wie der andere, weil der
einfach einen niedrigeren Preis dann erzielt, weil dem ist wurscht, was Verkaufspreis ist. Hauptsache, er kann seine Provisionsrechnung schreiben. Dann gibt es so den dritten Typ, den gibt es am öftesten da draußen. Da müsst ihr echt aufpassen, weil da sind wir jetzt auch mal reingetappt in die Falle. Das ist auch der dritte Maklertyp, den ich jetzt nenne. Die pitchen übelst professionell. Also da kommt jemand zum Pitch, stellt sich professionellst vor. Du denkst, das Verkäufer, krass, ey. Alle stellen sich vor, aber der macht es am besten, ja. Aber das sind dann oftmals so größere Maklerhäuser, die binden dich in einen Vertrag rein. Und am Ende des Tages haben die so viele Objekte, so viele Mitarbeiter, die gar nicht so brennen wie der erste Typ, den ich eben genannt habe. Die haben dann gar keine Ambitionen, die Objekte richtig zu vermarkten. Die haben eh so viel. Der Makler, der es dann letztendlich betreut, der kriegt davon der Provision nur einen ganz kleinen Teil und hat gar nicht richtig Bock, das Ding zu vermarkten. Und dann irgendwann ruft es an, ja, wir müssen den Preis reduzieren. Und die holen sich halt den Auftrag mit einem professionellen Pitch und mit einer hohen Einwertung, um dann in 2, 3 Monaten, bevor der Vertrag ausläuft, den Preis zu reduzieren, um es dann einfach so günstig wie der zweite Typ rauszuschieben und einfach die Provision abzukassieren. Ist natürlich ärgerlich. In der Zeit hätte der Eigentümer wahrscheinlich selber mehr erreichen können. Das muss man halt erkennen. Und wenn man mit einem Makler zusammenarbeitet im Verkauf, dann empfehle ich, da ein bisschen sich umzuschauen und so einen Typ 1 zu bekommen, weil der liefert einfach hart ab und hat seine Provision auch verdient. Die anderen beiden, die schalten sich einfach nur dazwischen und schreiben eine Rechnung, die einfach nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Da kann man es dann doch lieber selbst machen. Genau, wenn ihr eine Entscheidungshilfe für eine kleine wollt, dann könnt ihr auch gerne mal hier klicken und zu allem anderen Wo klicken? Hier? hier. Ja. Genau, macht euch einfach selber Gedanken. Wie gesagt, die Gründe für und dagegen sind vielfältig. Ich hoffe, wir konnten euch einige Gedanken stützen oder Gedanken, die ihr euch machen könnt, liefern. Und die Ja. Entscheidung liegt natürlich immer bei einem selber. Viel Erfolg und teilt gerne eure Erfahrungen und Fragen in den Kommentaren. Gehe ich drauf ein.